wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Kursgewinne durch Börsensektoranalyse. Das Ganze natürlich mit Carsten Berger. Ich bin gespannt, was der Carsten uns heute mitgebracht hat. Vielleicht waren Sie auch letzte Woche schon da, vor 2 Wochen schon dabei. Ist ja immer ganz spannend, was der Carsten so mitgebracht hat. Von daher bin ich gespannt. Ja, und vorweg direkt mal zu sagen, ich hoffe, Sie kommen uns natürlich am Freitag oder am Samstag auf der World of Trading in Frankfurt besuchen. Wir sind da mit FX Flat zusammen mit Strike Capital, haben wir einen großen schönen Stand direkt vor der Bühne. Wenn Sie es schaffen, kommen Sie gerne vorbei. Der Carsten wird auch mal vorbeischauen bei uns am Stand. Ist immer nett, mal persönlich miteinander zu sprechen. Nur als kleine Info am Rande. Na, wenn Sie auf unsere Website gehen, gibt es direkt so einen Slider in der Mitte. Einfach mal draufklicken. Da finden Sie auch ein Vortragsprogramm oder dergleichen. Das vorweg einfach mal so zu sagen. Dann würde ich aber trotzdem noch einmal zum Risikohinweis springen. Denn das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, das heißt, bitte verstehen Sie nichts des Gleichgezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was der Carsten gegebenenfalls analysiert, erklärt, handelt oder dergleichen tun sollte. Schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig vorweg, immer seitens FX Flat zu erwähnen. Und ich würde sagen, das war genug Organisatorisches, Carsten. Ich würde einmal sagen, hier Moderator wechseln. Zack, zack, zack. Dann Genau. darf ich jetzt loslegen und wenn irgendwas sein Grüßt sollte, mir ich bin noch ja im die. Hintergrund. Ja, sehr gerne. Finde ich ja toll, dass du immer im Hintergrund bist, obwohl du eigentlich mal in den Vordergrund gehörst, auf jeden Fall. Aber ich Ah, brauche sehr die gut. Fragen noch. Du musst mir irgendwie die Fragen freischalten. Die hast du aber auf jeden Fall. Ich habe nichts geändert zum letzten Mal. Die sind hier nicht im Tool mit bei. Vielleicht hast du Jetzt die haben wir rausgezogen, noch rechts. nicht aufgeklappt. Nein, die sind rechts nicht am Rand. Da ist nur ein Kugelschreiber, Zeichenwerkzeug und dann ist dann nichts. Aber ich kann dir das nicht freischalten oder dergleichen. Du bist Nicht. freigeschaltet dafür voll. Okay. Also Wenn ich jetzt den Bildschirm übertragen mache, dann Bildschirm kann übertragen. Dann ich. sehe ich jetzt hier die Folie mit. Jetzt hast du Ich mich kann auch aufgemacht. nichts. Ich kann ja, ich kann nichts auswählen. Sieht ganz anders aus, das Tool, als sonst. Ich kann weder Okay. meinen Bildschirm auswählen, ich kann ihn nur ein- oder ausschalten. Okay. Ich kann aber nicht wie auswählen, ich kann nur einen Button anklicken. Das ist dieselbe Seite wie sonst. So, jetzt warte mal, jetzt schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Jetzt geht's, hat gehakt. Ah ja. Jetzt haben wir es. Jetzt läuft das an. Jetzt haben wir auch die Fragen. Alles gut, Florian? Jetzt geht's. Perfekt. Sehr Toll. gut. Dann viel Erfolg, viel Spaß und wenn was ist, bin ja da. Dankeschön. Okay, dann auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Abend zum Webinar Kursgewinne durch Börsensektor. Man kann das auch Branchen nennen. Sektor ist natürlich ein bisschen diffiziler. Ja, die Analyse dafür. So, jetzt muss ich noch meinen PowerPoint. Da haben wir es. Wunderbar. Die Reihenfolge, wie wir hier vorgehen, ist eigentlich immer die gleiche. Ich liebe Struktur. Das macht das Trading im Endeffekt wesentlich einfacher. Das heißt, man sieht es in der Grafik. Wir arbeiten uns vor. Marktklima bedeutet nichts anderes, als dass wir uns die Indizes anschauen. Das ist auch darunter nochmal, um ein Gefühl dazu kriegen, wie sehen denn die Märkte im Moment aus? Und in welcher Phase befinden wir uns? Das ist eine Phase, wo es Sinn macht, sich an den Rechner zu setzen und nach Aktien zu suchen, die vielleicht kaufenswert sind oder verkaufenswert, wenn man Short gehen will. Und dann folgt der Sektor, sprich Branche, und zum Schluss kommen wir dann zur Aktie. Genau diesen Schritt werden wir heute wieder machen. Und von daher, den Risikohinweis hat ja der Florian schon gemacht. Es ist klar, dass alles, was ich hier sage, meine eigenen Vorgehensweisen sind. Das ist nur ein Beispiel. Ihr solltet das nicht nachmachen. Und vor allen Dingen, wenn ich hier eine Aktie vorstelle oder ein ETF oder so, dann kann es sein, dass ich den selbst gekauft habe. Es könnte also ein Interessenskonflikt bestehen. Das bin ich, Carsten Berger. Ich bin 54, Diplom-Verwaltungswirt. Ich lebe in Rangsdorf bei Berlin. Das ist 10 Kilometer. Bin gebürtiger Berliner. Angefangen habe ich mit 17 an der Börse. Mittlerweile coache ich Leute. Und das war, nachdem ich 30 Jahre, sage ich mal, im Verwaltungsdienst war, im Endeffekt war ich bei der Berliner Polizei.
und schreibe Vorträge, Seminare. Und ihr findet mich natürlich auch bei der World of Trading am FX Flatstadt. Ich bin am Freitag nur da, bin dann noch unterwegs innerhalb der Ausstellung oder der Messe. Und vor allen Dingen könnt ihr mich dann einfach ansprechen. Ich bin immer gerne bereit auf ein paar schöne, nette Gespräche mit den Leuten vor Ort. Also würde ich mich freuen, am Freitag euch den einen oder anderen da mal zu sehen. Umsetzung war klar, habe ich schon erklärt. Wir schauen uns die Indizes an und zwar nicht nur mit einer Chart-Software, so wie man das normalerweise kennt. Ich habe da ein Tool, das nennt sich Trade Scanner, das werde ich zeigen. Wir werden auch Charts logischerweise sehen, weil die gehören trotzdem immer dazu, um ein bisschen das Timing zu bestimmen, logischerweise. Aber für den groben Überblick habe ich den Trade Scanner mitgebracht, den werde ich euch zeigen. Und da muss man natürlich genau wissen, in welcher Index, welches Land ist interessant, logischerweise, um dann zu sagen, Deutschland oder Amerika, kleinere Werte wie ein MDAX oder ein SDAX in Deutschland oder vielleicht den Russell, das macht schon Sinn, sich das genau anzuschauen. Wenn man sich dann darauf eingestellt hat, was man denn handeln will, in welchem Land, dann wäre es ja auch schön zu wissen, welche Branche ich anfasse, um eventuell long zu gehen oder short zu gehen. Also auch da ist die Auswahl wieder entscheidend. Und im letzten Schritt ist im Endeffekt genau das Gleiche. Gibt es ja auch Aktien innerhalb der Branche, die super laufen, aber es gibt auch Aktien, die in einer gut laufenden Branche schlecht laufen. Die zu separieren, das macht auf jeden Fall Sinn, weil, was ist der Erfolg davon? Ich habe weniger Signale, ich kann mich fokussieren auf wenige Branchen. Und wenn ich einen Fuß in so eine Branche hineingesetzt habe, dann kann es sein, und das ist auch das Ziel der Sache, dass diese Branche langfristig, sage ich mal, immer wieder zu einem Screening nach sogenannten Outperformer-Aktien führt. Da muss ich mich halt eigentlich mal relativ wenig umstellen, solange diese Branche dann läuft. Wenn ihr Fragen habt, immer einfach da bei den Fragen reinstellen. Ich habe mein rechtes Auge immer so ein bisschen auf den Fragen, auf dem Fragenfeld und dann kann ich das relativ gut mit einbinden. Okay, dann wollen wir schon anfangen. Habe ich euch mitgebracht und zwar den Trade Scanner auf tradescanner.com. Das ist ein Tool, was ich mit dem Markus Runer zusammen entwickelt habe, aus der Idee heraus, es relativ einfach zu machen und, sage ich mal, reproduzierbar immer das Gleiche zu tun und das mit einer, denke ich mal, hohen Geschwindigkeit. Ja, also ich rede hier von, dass wir den gesamten deutschen Markt und den gesamten US-Markt scannen können und neuerdings auch einen großen Teil der Weltmärkte und das mit der gleichen Vorgehensweise kann ich euch auf jeden Fall zeigen. Das, was ihr hier seht, ist mein Layout. Das ist bestimmt nicht das Layout des Kunden, denn ich habe ja mehrere Tools freigeschaltet, die der Markus und ich im Endeffekt nutzen. Wir reden hier von meiner Perlentaucherstrategie. Das andere sind Bedienmodels. Wir sind dabei, ein Dashboard zu entwickeln für die Kunden, wo dann letztendlich noch ein Trading-Journal mit bei ist, ein Risiko- und Money-Management, sodass man das sehen kann. Und man kann dann hier seine einzelnen Strategien und Screening-Prozesse durchgehen. Ja? Also lasst euch von diesem Layout jetzt nicht verwirren, bitte. So, wir fangen an mit dem Market-Modell. Das bedeutet nichts anderes, wie das Marktklima zu bestimmen. Wenn ich jetzt hier reinklicke und mir das hier anschaue, dann kann ich mir das hier schön sortieren nach Performance. Das heißt, die starken Werte sollen oben sein und die schwachen sollen unten sein. Okay. Für diejenigen, die sich noch nicht auskennen, möchte ich hier ganz kurz darauf eingehen. Alles, was rechts oben sich befindet in diesem Layout, ist eher long. Und alles, was sich links unten befindet, ist eher short. Outperformer Trading nutze ich ja gerne. Und zwar bedeutet das nichts anderes, als wenn diese Kugel auf der rechten Seite der senkrechten Achse, dann ist sie ein Outperformer. Und je weiter sie rechts ist, desto mehr ist sie ein Outperformer-Kandidat. Bedeutet, im Moment ist es der Nikkei. Ohne dass ich mir einen Chart angucke, wäre das im Moment der
mag, der, wenn ich ihn gerne handeln würde, das tue ich nicht, ich ihn letztendlich auf der Long-Seite versuchen würde zu traden. Ja, und zwar mit der Branchenanalyse und mit den Aktien am Ende. Auf der linken Seite ist der Abstand dieser Kugel, und zwar Öl, ganz weit links. Das bedeutet, er ist der größte Underperformer. Klar bedeutet das für mich, dass ich Öl nicht auf der Long-Seite anfassen möchte, sondern eher auf der Short-Seite. Ob ich das letztendlich tue, ist immer, sage ich mal, von dem Chart letztendlich abhängig, aber ich kann mir hier einen sehr guten Überblick verschaffen, in welcher Verfassung der Markt ist. Silber zum Beispiel würde ich jetzt, ist hier unten, nicht auf der Short-Seite noch handeln, weil es schon sehr stark gefallen ist. Ja, und das bedeutet, ich werde geschützt vor, sage ich mal, Trades in so einer Art, ich habe etwas versäumt Modus, ich muss jetzt unbedingt rein, nein, das mache ich nicht, sondern ich brauche im Endeffekt immer die Bedingung, dass ich aus einer Korrektur handle. Ihr seht hier die bestimmten Felder, in der Mitte ist Strangle, das ist eine Optionsstrategie, genauso wie Cash Secured Put und Bear Call, die roten Felder, gelbe Felder und das grüne Feld. Mich interessiert im Endeffekt nur Trend Long, das blaue Feld, Trend Short, das blaue Feld und Counter Trend Long und Counter Trend Short. Das sind im Endeffekt die Strategien, die ich dann anwende, wenn eine Kugel sich dort auffällt. Und das erleichtert es schon mal, die entsprechende Strategie anzuwenden und nicht völlig auf der falschen Seite zu sein. Das mal zur Erklärung. Was kann ich für Schlüsse daraus ziehen, wenn ich diese Grafik alleine schon sehe? Ja, es bedeutet, ich könnte bei Silber eine Counter-Trend-Long-Strategie fahren. Dagegen, ich muss mir dazu natürlich den Chart anschauen. Das wäre aber dann vielleicht ein Kandidat. Ich kann aber auch sagen, na, ich möchte lieber den Nikkei handeln, aber werde dann lieber eher in den Trend-Long-Situationen einsteigen. Das heißt, vielleicht aus der Korrektur Long handeln. Wenn ich weiß, dass eine Kugel in einer Trend-Long, Counter-Trend-Long-Situation ist oder Counter-Trend-Short, dann bedeutet das für mich, selbst wenn ich in einer Position drin bin, dass ich ein bisschen vorsichtiger bin und dann meinen Stop näher ranziehe oder sogar Teilpositionen verkaufe, weil ich weiß, der Markt ist ziemlich heiß gelaufen. Ja, also nicht einfach nur, wenn sich eine Kugel da befindet, drücke ich auf den Knopf und dann handle ich das. Also man muss schon ein bisschen seine Gehirn dabei etwas anstrengen. Aber es erleichtert schon mal den Überblick und ich sehe sofort, wenn die Kugeln rot gefärbt sind, dass die Volatilität sehr hoch ist. Das heißt, die Schwankungsbreite, die in meiner Strategie auch eine große Rolle spielt, sehr hoch ist und das bedeutet, es ist ein günstiges Umfeld für fallende Kurse. Niedrige Volatilität spricht eher für kontinuierlich steigende Kurse. Und wir haben im Moment im Endeffekt auch sehr schwankungsstarke Märkte, was bedeutet, dass das Risiko relativ hoch ist und die einzelnen Perioden, zum Beispiel die Tageskerze, sehr, sehr weit auseinander ist mit mehreren höheren Prozentzahlen. Und das bedeutet, wir haben ein schlechtes Chance-Risiko-Profil. Ja, das dann mal zu. So, wenn ich mir das anschaue, dann war ja, und das kann ich ein paar Tage zurückgehen, das ist ja gestern das Signal, jetzt kann ich 2 Tage zurückgehen, indem ich einfach mit meiner Pfeiltaste diesen Schieberegler nach rechts schiebe und dann sieht man, wie das sich in 4 Tagen entwickelt hat. Man sieht, wie die Kugeln und wie die Farben sich verändern und man bekommt ein Gefühl dafür, wo der Markt letztendlich stand und wo er sich hinbewegt hat. Ja? Und das kann man dann halt sehr gut dafür nutzen, um seine Strategie letztendlich festzulegen. Ich habe mich dafür entschieden, zum Beispiel, weil vor ein paar Tagen war ja, das haben wir hier unten, Öl war mega überverkauft. Ja. Hier vor 4 Tagen, das war eigentlich der Tag, wo ich letztendlich gehandelt habe, das für mich interessant war, da war der ES, der S&P auf Countertrend Long. So. Bedeutet für mich, ich habe vor 4 Tagen angefangen, weil ja viele Märkte ausverkauft waren und im Chart eventuell, und das ist dann wichtig zu wissen, treffen sie auf einen Unterstützungsbereich. Ist das Volumen, also das heißt die gehandelten Stückzahlen, sind die da an dem Tag höher zum Beispiel? Das muss ich mir im Chart angucken und bin dazu gekommen zu sagen, okay, S&P 500 ist auf jeden Fall
ein Wert, den ich da handeln würde, wo ist Nasdaq? Nasdaq ist auch da und also der amerikanische Markt war für mich interessant. So, jetzt kann ich hier raufklicken einfach und gehe eine Station tiefer. Ne? Marktklima angefangen, wir gehen eine Station tiefer. Können wir nicht viel falsch machen. Gucken uns die US-Sektoren an, klicken drauf und haben die gleiche Grafik mit den gleichen Funktionen. Nur, dass wir hier die entsprechenden Branchen sehen. Ja, das sind die Spiders. Und als Benchmarks haben wir natürlich noch drin den, wenn es mich nicht täuscht, S&P 500, den SPY. Und dann haben wir noch den Russell 2000 und den Nasdaq muss, glaube ich, auch noch irgendwo drin hängen. Nö, nicht, haben wir nur den. So, Gold und Silber haben wir auch noch mit bei. So, dann kann ich das hier sortieren wieder. Und man sieht, das sind alles negative Zahlen. Also der Markt in Amerika und die Branchen sind generell in der Breite bei hoher Volatilität stark abverkauft worden. So. Und nun ist es nicht so, dass ich am jeden Tag jetzt hier Handelssignale bekomme, sondern ich schaue mir die Punkte dann auch genau an, wann ich dann einsteigen könnte. So, und wenn ich jetzt vor 3 Tagen, 4 Tagen ja hier einstelle, dann habe ich jetzt hier vor 4 Tagen sah das so aus, sind ja viele Branchen hier im Ausverkauf. So. Und ich habe mich für die XLV-Branche, was letztendlich nicht Gold ist, sondern das ist die da oben, Healthcare, Gesundheit entschieden, mir die dann auch im Chart etwas anzuschauen. So, und vor 4 Tagen kann ich dann, jetzt passt auf, einfach auf diesen, auch auf diesen Healthcare-Bereich in der Liste klicken und kann hier die Outperformance-Countertrend-Long-Strategie auswählen. Ich werde automatisch in diesen Strategieverwaltung gelegt und der Screener sucht dann nach den entsprechenden Healthcare, das wird automatisch hier eingestellt, in der amerikanischen Börse, sucht er automatisch danach, welche Signale auftreten. So, und das Witzige dabei ist auch noch, dass ich, und ihr wisst es selber, hier steht Avoid Earnings. Es gibt Geschäftszahlen, was immer quartalsmäßig in Amerika auftritt. Und natürlich führt dies zu Verwerfungen. Es gibt Kurslücken, große Schwankungen, sage ich mal, wenn der Markt geschlossen ist und diese Zahlen bekannt gegeben werden. Und um das zu vermeiden, weil es das Risikomanagement beeinflusst, habe ich hier einen Regler drin, der sagt, vermeidet bitte Aktien, die innerhalb von 14 Tagen, also Wochentage oder 10 Handelstage von Montag bis Freitag, die weniger Abstand haben. Sondern ich möchte mehr als 10 Tage haben, weil so ein Trade soll sich ja auch entwickeln. Ja, wenn ich jetzt 2 Tage vorher einsteige, dann müsste ich ja, weiß ich nicht, ob der Wert sofort anzieht oder 2, 3 Tage braucht. Und dann sind schon die Earnings und dann muss ich halt rausgehen, weil ich nicht weiß, ob das gute oder schlechte Zahlen sind oder ob es ein Gap nach oben oder nach unten gibt. So. Dann haben wir hier noch einen Regler, der heißt Outperformance. Da könnte ich nur Outperformance-Aktien nehmen. Der ist jetzt ausgeschaltet, weil wir ja letztendlich ein P3-Signal, das heißt ein Countertrend-Long-Signal haben. So, ich kann hier oben den Preis auswählen der Aktie. Ich kann jetzt sagen, ich von 0 bis 1000 bis 10.000 ungefähr brauche ich das. So, dann klicke ich auf Search und der sucht mir die entsprechenden Werte heraus. Ja, das Signal ist letztendlich die, die vor 4 Tagen waren. So, jetzt kann ich mir hier die Correction Days anzeigen lassen. Die sind halt sehr interessant. Warum sind die interessant? Weil es im Endeffekt mir, wenn ich aus der Korrektur handeln will, mir anzeigt, wie viele Tage, das ist ein Algorithmus, der dahinter steht, hat denn die Aktie letztendlich korrigiert? Es geht von 21 bis, hast du nicht gesehen, bis 1. Das ist halt nur ein Tag der Korrektur. Wenn ich jetzt 11 nehme, dann habe ich letztendlich 11 Handelstage, die halt der Markt nach dem Algorithmus nach oben gelaufen ist, nach unten gelaufen ist. Und natürlich ist eventuell das Erholungspotenzial dort höher. Was habe ich noch hier drin? Klar, ich kann den Sektor sehen, ich kann die Börse sehen, den Namen, das Symbol, den Schlusskurs. Also die wird mich jetzt hier nicht so interessieren, die Aktie. Und an der rechten Seite sehe ich natürlich auch die Marktkapitalisierung. Ja, je höher die Zahl, logischerweise,
interessiert mich denn hier so eine Kapitalisierung überhaupt nicht? Ich kann das auch hier nach denen sortieren. Wenn ich sagen will, ich möchte nur die Marktkapitalisierung sehen, dann gehe ich von oben nach unten und hätte hier vielleicht eine Aktie mit Royalty Pharma, die mich interessieren könnte. Was sehe ich noch? Die Währung und die Dividendenrendite. Wenn man jetzt ein Dividendenjäger ist, dann kann man das natürlich auch noch als wertvolle Information mit aufnehmen. Und von daher haben wir das mit reingenommen. Was sehe ich auch noch? Ein fundamentales Rating. Und im Hintergrund laufen letztendlich verschiedene Kriterien, die auf A für sehr gut und F für schlecht stehen, kriege ich sofort die entsprechende Bewertung, ohne dass ich jetzt, sage ich mal, auch einen Algorithmus, der dahinter läuft, jetzt das irgendwie alles lesen muss. Also da bin ich auch kein Fan von, da habe ich auch nicht die Zeit für und auch nicht die Lust. Finde ich schon mal sehr spannend. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Wenn ich hier raufklicke jetzt, dann kriege ich das hier geliefert. Und zwar einmal sehe ich hier die Pfeile. Das sind die früheren Handelssignale, die diese Aktie hatte mit der P3, sage ich mal, Countertrend Long Strategie. Das aktuelle Signal wird dann begleitet mit einem CAV-Anzeiger und einem Target, das heißt ein Zielkurs, der bedeutet für diese Aktie, wenn ich dann einsteige an der grünen Linie, der dunkelgrünen, also über dem Hoch der Umkehrkerze, dann habe ich ein Target von 3,49%. Das wird erwartet und ein Chance-Risikoprofil von 1,13. Das heißt, ich habe 1 Dollar meinetwegen Risiko und habe die Chance, 1 Dollar 1,3 zu gewinnen. Ist nicht mega, sollte schon über 1 sein, logischerweise. Aber das ist halt wichtig, dass man das erstmal beachtet. So, den Stop haben wir auch drin. Das sind Bereiche. Also man kann den Stop hier oben hinlegen oder da unten. Das ist halt diese bestimmte Range, die wir haben, weil halt nicht jeder den Stop auf, sage ich mal, auf den Punkt, auf das Tief legen soll, sondern auch seine eigenen Möglichkeiten dort realisieren kann. Aber die Range ist da und genauso haben wir die Range hier oben mit dem Target. Entweder legt man es hier hin, ich würde es eher hier hinlegen als da oben. Hat man auch ein gewisses Spielraum. So. Was haben wir noch drin? Natürlich die Earnings als schwarzen Strich, sage ich mal, hier drin. Da sagen wir, da sind die Geschäftszahlen, ist noch weit genug weg. Man sieht aber auch, dass die Tage noch 36 sind. Das heißt, der Filter, den ich vorher gezeigt habe, der hat auch funktioniert. Ja, also da brauche ich mir jetzt nicht nochmal auf eine Homepage gehen und mir die Seite angucken und sagen, na, wie lange, wann haben die denn ihre Geschäftszahlen? Das kostet ja auch immer viel Zeit. Sehe sogar die Uhrzeit und das Datum, 3. November um 7 Uhr, jetzt muss ich überlegen, AM ist ja am Morgen, glaube ich. So, nee, PM ist, glaube ich, am. So, dann habe ich hier den ganzen Trade nochmal in Zahlen. Das heißt, wenn ich hier einsteige, wo ist mein Limit, sage ich mal, was ich maximal für die Aktie bezahlen will, dann habe ich einen Stop-Kurs, einen Target-Kurs. Und das Potenzial und das durchschnittliche Volumen. Alles nochmal beschrieben. Unternehmensbeschreibung in Englisch. Ja, wer das jetzt, sage ich mal, nicht so mag oder nicht, lieber in Deutsch, der kann das hier einfach so mit der Maustaste markieren, einen Rechtsklick machen, kopieren, geht dann auf DeepL-Übersetzer. So, präziseste Übersetzer der Welt. Gibt das dann ja mit Steuerung V ein und der übersetzt einen das relativ schnell und sehr gut in Deutsch. Ja, finde ich jetzt auch nicht schlecht, dieses Tool. Man kann es natürlich auch in Englisch lesen, kein Thema. So, jetzt ist meine Aktie verschwunden. Ne, da ist sie. So, kommen wir zum Fundamentalen. Das ist das, was im Hintergrund läuft. Wir haben hier verschiedene Kriterien. 1, 2, 3, 4, 5. Die wichtigen Wirtschaftselemente, die ja zusammengefasst werden, Einzelrating. Man kann sich das halt anschauen. Insgesamt führt das dann zu einem Overall-Rating. Ja, und man sieht sogar, wie viel Prozent Insider hier in dieser Aktie drin stecken und wie viel Institutionelle, sage ich mal, da im Endeffekt drin sind. Ja, grafisch unterlegt alles nochmal, finde ich schon mal gut. Also man kann viele Dinge auswählen.
Für mich spielt dann auch manchmal die fundamentale Sache eine Rolle, wenn ich sage, ich will einen Long-Wert haben, der auch eine gute Dividendenrendite hat und eine B-Wertung, könnte ich sagen, okay, ich schaue mir hier mal die West Pharmaceutical an und habe dann hier im Endeffekt die Einstiegssignale für einen Countertrend Long-Signal. Hier ist das CAV zum Beispiel bei 4,52 und ein Target, das 12,7% vom Einstiegskurs entfernt ist, 29 Tage bis zum Earning. So ist im Endeffekt die Vorgehensweise. Wenn ich euch die Gedanken dazu, also wie, dass man das immer wieder gleich macht, das ist mit dem Tool eigentlich wirklich so gut vom Workflow dargelegt. Das macht es halt relativ einfach, weil ich halt immer nach von oben nach unten gehe. Es gibt auch Leute, die sagen zu mir: Mensch, du hast aber trotzdem hier so viele Signale. Ja, erstmal bin ich hier 4 Tage zurückgegangen. Das bedeutet, da sind noch viel mehr Signale da drin. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, dass ich im Endeffekt nach der Marktkapitalisierung und nach dem Rating hier oben gehe und da halt natürlich, wenn ich Short gehe, nehme ich lieber Aktien, die halt ein schlechteres Rating haben. Die Marktkapitalisierung sollte immer hoch sein, damit das Element hier Aktie auch liquide ist, dass ich es auch verkaufen kann, logischerweise. Aber so gehe ich von oben nach unten durch, gucke mir 3, 4 so eine Vorschläge an und dann habe ich halt meine ein, zwei Trades im Healthcare-Aktienbereich. So, jetzt habe ich von der Theorie gesprochen. Jetzt gucken wir uns das mal auch im Chart an. Bedeutet, diesen Healthcare-Bereich möchte ich euch, da nutze ich den Arena Trader. Man kann auch TradingView nutzen. Also ist egal, was für ein Chartprogramm. Es geht mir jetzt rein um die Charts. So, die Auswahl war Healthcare. Das heißt, wir schauen uns mal hier den Chart von Healthcare an. Wo haben wir es? Da oben. So sieht der Chart dazu aus. Und so war die Situation vor 1, 2, 3, 4 Tagen. Sieh an. Ein Umkehrstab, bisschen volatiler als der Durchschnitt der Kerzen, kann man sagen. Aber was schaue ich dann noch? Ist der Markt in einem Bereich, wo er Unterstützung finden könnte? Ja, hat er. Er wird ihn nicht ganz erreichen. Ich muss ja immer von dem Signal ausgehen, was dann, sage ich mal, natürlich, Börse ist keine Punktlandung. Also ist hier hat er schon mal umgedreht, war das Volumen hoch? Und zwar sage ich ja immer, das Volumen muss hoch sein, wenn es eine negative Kerze gibt oder eine positive, die ein neues lokales Tief zu diesem Zeitpunkt macht. Das macht sie hier und sie hat ein erhöhtes Volumen, wenn ich das dazu nehme. Es gibt natürlich noch höhere Volumina, aber letztendlich ist es eine Erhöhung. Dann habe ich hier einen Umkehrstab, ja, und das passt zusammen. Der Kurs geht runter. Hier habe ich das hohe Volumen. Der Kurs schließt über dem hohen Volumen, also dem Tief dieser Unterstützung. Ich habe die Wochenunterstützung. Das wäre ein super Einstieg. Man kann das auch als ETF handeln, wenn man das möchte. Aber man kann natürlich auch, und das mache ich viel lieber, mir dann Aktien aus dem Healthcare-Bereich ausfiltern lassen. Dann drücke ich auf diesen Knopf, nehme das P3 Countertrend oder auch, wenn man das möchte, einen Trendfolgeansatz, das P1-Signal. Dann nehmen wir uns Perlentaucher-1-Signal, wo es halt dann die starken Aktien gibt, die dann halt long gehen. Ja. Man kann das Countertrend nehmen. Dann nehme ich halt Aktien, die im Healthcare-Bereich ausgebombt sind, oder nehme ich lieber die Aktien, die noch im Aufwärtstrend sind. Das gibt bestimmt auch welche, ich werde euch eine zeigen. Und das wäre dann eine Möglichkeit zu sagen, ich handle das als P1-Signal. So, das wäre die Vorgehensweise und ich habe mir eine Aktie ausgesucht. Das ist die Penumbra. Die habe ich auch über dieses Tool bekommen. Umbra Name. So. Zack. Und wenn ihr euch den Chart angeschaut habt, eben im Bereich Healthcare, dann seht ihr, dass die Aktie super trendy ist zum Beispiel und relativ stark ist, obwohl der Bereich Healthcare eher seitwärts ist. Und jetzt müsst ihr immer mitdenken, wie wichtig ist es zu erkennen, wo der Markt sich befindet.
Der Markt befindet sich, ich schalte nochmal zurück in den Healthcare-Bereich. Wo ist er? Da oben war irgendwo. Ja, relativ weit ausverkauft, wirklich die Tage eigentlich immer neue Tiefs gemacht. Unterstützungsbereich. So, und jetzt handle ich ja gegen den allgemein vorherrschenden Trend. Ja, es gibt ja auch Markttechniker, das interessiert mich eigentlich nicht so, aber es wäre eine Seitwärtsbewegung mit einer Abwärtstendenz. Aber es gibt immer eine Erholung. Und wenn ich jetzt danach schaue, inwiefern der Markt dort einen Support findet, eine Unterstützung, dann ist es schon interessant zu sagen, okay, es könnte eine Umkehr in der Gesamtbranche stattfinden. Wie weit kann diese gehen? Und welche Aktie ist in dem Fall sehr, sehr guter Outperformer? So. Das ist die Penumbra-Aktie, die ich mir dort ausgesucht habe. Denn Healthcare ist nach unten gegangen. Das ist die, hat die Korrektur letztendlich auch mitgemacht. Ist aber ein Wert, der auf einer Wochenunterstützung aufliegt. Kumulativer Ansatz, sage ich da als Stichpunkt. Das heißt, dass mehrere voneinander unabhängige Kriterien treffen fast auf einem Punkt zeitgleich zu. Und das ist in dem Fall, wir haben eine Wochenunterstützung, wir haben ein erhöhtes Volumen, das ist hier. Ja, und der Bereich der Kerze fängt im Endeffekt hier an, wo das anfängt zu boomen. Wir haben hier eine massive Unterstützung. Da sind wir auf keinen Fall angekommen. Schöner wäre es gewesen, wenn der Markt noch weiter runterkommt. Aber die Kerze hat natürlich auch einen Top. Das ist das hier oben. Und wir haben hier auch noch ein erhöhtes Volumen. Bedeutet, das Volumen nach oben unterstützt uns etwas. Und das war das Resultat, dass ich hier noch am 20er bin. Der Schlusskurs ist halt über dem 20er, ist auch so ein kleines Kriterium von mir. Und dann geht dem, ist die Möglichkeit groß, dass der Markt einfach nochmal wechselt. Und jetzt müsste ich mir, wenn ich nur einen Chart mir anschaue, ohne dass ich jetzt das Trade Scanner Tool benutze, natürlich einen Kopf machen, wie weit habe ich denn das Potenzial? Und wir haben den CAV nach statistischen Auswertungen gesetzt, weil es einfach Sinn macht, nicht einfach irgendwelche Zahlen sich vorzustellen, zu sagen, naja, also die Aktie läuft auf jeden Fall bis hier oben. Das kann sein, aber in einer Zeit, wo ich das überblicken kann, weiß ich es. Ich weiß es ja nicht. Also das kann sie machen in 10 Wochen, in einem Jahr, in 2 Jahren oder in 3 Tagen. Was ist erreichbar in der nächsten Zeit? Das ist auf jeden Fall dieser Bereich. Steht diesem Bereich, den wir hier sehen, noch etwas im Weg, was das aufhalten könnte? Soweit nicht erstmal. Und von daher würde ich, wenn der Markt jetzt hier hochläuft, dann einen Teil verkaufen. Ja, und die Restposition halten, weil sie vielleicht doch weitergeht. Aber ich bin dann halt aus dem Risiko mit der Aktie und habe sie im Depot. Und das Schöne ist ja, sie läuft ja wirklich gut. Nehmen wir mal an, sie macht das jetzt hier so bilderbuchmäßig. Hier wird es ein bisschen dünn, ne, mal vorsichtig sein. Zack, kommt wieder zurück, macht wieder das gleiche Spiel von vorne. Dann werde ich sie im Trade Scanner entweder wiederfinden oder aber einfach im Depot in meinem Chart und ich sehe, dass sie korrigiert, macht das gleiche, dann habe ich ja die gleiche Möglichkeit wieder. Ich muss dann gar nicht mehr so groß screenen, wenn ich so eine Aktie finde, die so läuft. Da muss ich einfach nur warten und versuchen, wieder entsprechende kumulative Einstiegspunkte zu finden. Das macht es relativ einfach. Am Anfang ist es natürlich, wenn das Depot leer ist und man eine riesen Watchlist hat. Das habe ich gar nicht. Ich habe keine riesen Watchlist, weil der Trade Scanner mir das einfach abnimmt. So, jetzt gucken wir uns das mal, diese Penumbra im Chart an. So, jetzt muss ich mal überlegen. Das war ein P1-Trade, das muss ich umschalten. Bedeutet, ein Trend-Long-Signal war das. Und ich weiß gar nicht, kann ich das direkt eingeben? Nee, ich mache das mal so. Klick dann auf irgendeine Aktie und ich kann hier in diesen Search-Button, wenn ich ja jetzt, hier sind ja nur Aktien drin, wo man Signale hat. Jetzt kann ich aber sagen, nö, ich will jetzt die Penumbra angucken, dann gebe ich ein PEN, US.
klicke auf Enter und dann habe ich den Chart der Penumbra und ich glaube, das alles sogar auch umgeschaltet hier drin. Also ich kann mit dem Tool auch andere Aktien mir aus meinem Depot angucken und mir mal die Signale retrograd anschauen, die jetzt wirklich nicht so schlecht waren vom Timing. Und das war der Chart am 22. September, der dann aufgrund der Healthcare-Ableitung dazu geführt hat, sagen, okay, ich nehme die Aktie, warum? Kumulativer Ansatz. Wir sind hier am SMA 200, gleitenden Durchschnitt 200. Der Kurs ist zwar runtergegangen, aber es schließt in diesem Bereich. Ich habe hier eine positive Kerze. Das Chance-Risikoprofil, das stimmt für mich. Ist stimmig. Ich habe hier das erhöhte Volumen. Das habt ihr auch im anderen gesehen. Das andere Einstiegssignal war hier. Das war jetzt auch nicht so verkehrt. Und letztendlich ist hier alles gesagt bei dem Wert eingestiegen und der Wert sieht heute so aus. Steht bei, war im Hoch bei 192, steht jetzt bei 190. Da bin ich eingestiegen über dem Hoch. Stop ist hier drunter. Und jetzt muss ich eigentlich noch gar nichts machen, weil ich lasse die Aktie jetzt einfach laufen. Ja, wenn ich merke, der Markt kommt aus diesen leichten, wir haben ja heute einen Erholungsmodus in Amerika, kommt da raus, da rede ich von den Indizes, des Indizes, deswegen schaut nach dem Marktklima, dann gehe ich dann auch schnell in Richtung Break-Even, dann habe ich hier einen Minimalverlust. Ja, der Markt ist sehr nachrichtenorientiert, kommt irgendeine schlechte Nachricht, dann ist er wieder runter. Und der deutsche Aktienmarkt hat ja schon extrem viel abgegeben. Also wichtig ist, dass ihr mir, sage ich mal, die Gedankengedänge nachvollziehen könnt. Wenn ihr das wöchentlich einfach kostenlos bekommen wollt, dann meldet euch doch einfach zu meinem Newsletter an. Und da ist jetzt kein Spam mit dabei. Ja, also ich habe auch keine Zeit, ewig damit so zu schreiben, weil ich mache das alleine. Ich habe nicht vier Angestellte, sondern geht auf meine Seite. tradercoach.de auf Blog und dann könnt ihr das euch selbst angucken, ohne euch an Newsletter anzumelden, aber ihr werdet es vergessen, dann versäumt das halt, dann geht auf Marktvorbereitung und Watchliste. So. Und was ihr da bekommt, ist letztendlich diese Auswahl immer von jeder Woche, da sieht man das auch. So. Und dann klickt ihr auf die letzte, das ist die Watchlist vom 24.09., also was ich am Samstag schreibe ich es meistens. Manchmal auch sonntags. Und da steht halt, sage ich mal, ich glaube nicht viel Blabla drin, sondern das, was wichtig ist. Ihr seht hier zum einen das Marktmodell. Das kann man auch anklicken, dann wird das größer. Welcher Markt, ja, was ich da rausnehme für eine Information, gar nicht viel setze, sondern das, was ich da rausziehe, ist ja auch keine Wissenschaft, das sieht man ja selbst irgendwann. Dann wie der S&P 500 aussieht, was ich da erwarte, das war vom Freitag die Kerze, ne? Da war der Markt geschlossen. Ich weiß nicht, ob es weiter runter geht oder nicht, oder ob er dreht. Das ist das, was ich erwarten kann. Und ich habe gesagt, überhitzter Shortmarkt, kurzfristige Long-Korrektur, wahrscheinlich möglich. Es wird kein neuer Super-Megatrend werden. Dafür ist das Umfeld momentan wirklich zu schlecht, ne? Also dann steht auch drin, was in der letzten Woche passiert, was mache ich aktuell, ja? Da weiß ich zum Beispiel, dass für neue Short-Positionen nach einem viertägigen Abverkauf es einfach zu riskant ist, jetzt noch Short-Positionen aufzubauen. Ja. Und wenn, muss ich halt weniger nehmen. Dann die Branche, die interessant ist. Da seht ihr, ich habe Healthcare ausgewählt. Das ist genau der Punkt gewesen. Welche Branchen sonst noch interessant sind, einfach nur mal so highlighted. Dann sieht man das, was ich damit mache, welche Strategie. Und dann sieht man den Chart der Branche. Das ist Healthcare gewesen. Der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Auch das erhöhte Volumen an diesem Umkehrstab. Und dann komme ich dann zu dieser Aktie Penumbra. Das seht ihr, da habe ich die für mich entschieden, die zu kaufen. Ich sage immer nur für mich. Ja, also gibt es da einen Interessenkonflikt, wenn ihr die jetzt holt. Die hat wahrscheinlich so ein hohes Volumina. Ich werde sie mit meiner Positionsgröße mit Sicherheit nicht beeinflussen. Und dann kurz geschrieben, was ich aktuell mache. Und das Update der letzten Woche, da war es die NSC Norfolk Southern, die ich hatte.
Da ist der Trade negativ ausgefallen. Das heißt, ich bin da drüber eingestiegen, bin da eingestoppt worden und bin 2 Tage später am Tief. Aggressiver Stop, weil der Markt sehr, sehr bierisch war. Trotzdem habe ich es versucht, dort reinzugehen. Ich hatte einen Verlust von 3,45 in dieser Aktie. Aber, und deshalb ist das Marktklima so wichtig, die Marktverfassung zu kennen. Die Positionsgröße war auf 30% reduziert. Also der Trade war nicht 100% oder 120 oder 150% von meiner durchschnittlichen Positionsgröße, war 30% reduziert, so dass man sich auch wieder in den Markt trauen kann. Man muss nicht immer mit der gleichen Positionsgröße in den Markt gehen. Gerade jetzt macht es Sinn, dort die Sachen immer etwas zu reduzieren und anzupassen. Zählt natürlich auch für den Gewinn logischerweise, dass ich dann im Endeffekt auch eine Positionsgröße von 30% nur habe. Aber das ist völlig in Ordnung. Bis der Markt letztendlich, sage ich mal, wieder die Long-Szenario spielt und das Marktmodell ist ja in Counter-Trend-Modus gerade. So, wenn wir uns das mal anschauen, Marktmodell, dann haben wir jetzt im US-Sektorbereich ja auch eine Real Estate Branche, also auch die Immobilien, die sind ja auch relativ krass unter die Räder gekommen. Also da ist es ein Trendfolge P1 Short, das bedeutet nur, dass es einfach nur Trendfolgen Short ist. Ja. Und wenn ich mir die Märkte mal anschaue, ich gehe mal hier auf 0, dann haben wir ein paar mehr drin. 4 Tage, Real Estate wollten sie nicht. Warum nicht? Eigentlich sollte das machen. Okay, dann nehmen wir mal Counter Trend, dann war da kein Signal. Oder ich habe mich verklickt, dann schaut ich wieder normal hin. Gehe den Sektor hier ein. Ich kann übrigens alle Sektoren einfach durchgehen. Ja. Ich könnte auch sagen, ja, guck dir mal die Basic Materials an. Gehe auf Search, nee, ist nicht, es macht der Communication, hat er nicht. Consumer, ah, da hat das. Und dann seht ihr im Endeffekt, bei Consumer Defensive vor 3 Tagen gab es ein Short-Signal bei der Aktie. Wenn man sich das anschaut, dann haben wir hier die Short-Einstiege in dieser Aktie, die waren jetzt nicht so schlecht. Irgendwann gibt es auch mal ein Fehlsignal, logischerweise. Hier ist der CAV nicht so schön. Ich würde auch da nicht reingehen, weil wir natürlich an so einer tierischen Unterstützungssituation sind. Und von daher kann man das gut sehen. So, jetzt will ich aber die Real Estate Branche mal aufrufen. Warum geht das nicht? Mal einen Tag weiter nach hinten. 4 Tage. Na, zack. Iron Mountain, okay. Underperformer ist Iron Mountain. So. Das war in der Branche das Trend-Short-Signal, welches natürlich sehr gut gelaufen ist. Und jetzt wichtig, ja, ganz wichtig, und das müsste ich immer beachten, ein Signal hat ja auch eine Signalkerze. Das bedeutet, ich muss hier irgendwo meinen Stop hinsetzen. Und wenn ich jetzt hier meinen Stop hier oben hinsetze, deshalb die CAV-Anzeige, dann habe ich halt die Möglichkeit, zwar noch hier 11,96% Gewinn zu machen, aber im Verhältnis, wo mein Stop sitzt und der Markt vielleicht jetzt wieder hier hochläuft, ne, habe ich ein erhöhtes Risiko. Ja. Und die Trendsignale auch im Short-Bereich funktionieren auch sehr gut. Ich handle aber auch lieber long. Aber im Moment ist der Markt halt anders. Da muss man halt auch mal Short handeln letztendlich. Also die Analyse über die entsprechende Branche zur Aktie hat eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und das ist, den Fokus zu haben auf einen bestimmten Bereich und dort im Endeffekt wie so eine Art Stockpicking die Sache rauszunehmen. Und wenn man den ganzen Aktienbereich sieht von 8.000, ich glaube über 8.000 Aktien, wenn man die ETFs noch dazu nimmt, dann habe ich ein ganz großes Problem, wenn ich Aktienhändler bin. Ah, erstmal dieses fundamentale Rating. Ja. Wenn ich eine Aktie fundamental analysiere, da habe ich ja auch eine unendliche Zahl von
von Möglichkeiten. Aber ich brauche ja trotzdem einen Einstieg vielleicht, auch wenn ich investieren möchte. Ich mache es mehr als Swing Trading, aber wenn ich investieren möchte, dann möchte ich ja auch letztendlich mal einen Punkt haben, wo es Sinn macht, einzusteigen und ob die Aktie sich jetzt behauptet als Outperformer zum Beispiel. Ja. Und von daher kann man eine ganze Menge damit machen. Was wir hinzugenommen haben und was ich einfach mega finde, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe jetzt hier die Sektoren, ich gehe jetzt auf All, aber hier unten habe ich Länder. Und das ist ja nun wirklich, also ich muss sagen, das ist Wahnsinn. Jetzt habe ich hier Tage 1, also das heißt jetzt aktuelle Signal 0 oder 1. Jetzt kann ich sagen, ich will gar nicht USA haben. Ich nehme mal, keine Ahnung, das ist Kanada. Gibt es ein Signal? Ja. Das ist in Toronto gehandelt. Ich klicke da drauf und ich kriege dieselben Signale von Aktien, die jetzt, sage ich mal, gar nicht jetzt auf dem, in dem Land sind, wo ich das eigentlich bevorzuge, wie Amerika oder Deutschland, sondern wirklich vom Markt in Toronto. Und FX Flat in Zusammenarbeit mit der TWS und IB ist ja ein weltweiter Handel möglich. Und jetzt das Problem, was ja viele Handelsplattformen haben, ist ja, dass sie gar keine Kursdaten dafür bekommen. Also man müsste die ja abonnieren. Ihr braucht die aber gar nicht. Theorie. Also man braucht sie nicht, weil wenn ich dieses hier drin sehe, dann ist es Tageschart. Ich könnte das so eingeben. Klar habe ich das Währungsrisiko, ja, kanadischer Dollar gegen Euro, wenn ich Eurokonto habe oder so. Aber ich sehe das, gebe das ein bei in der TWS, also in der Trader Workstation und kriege dann die Meldung. Ja, bitte berücksichtigen Sie doch, dass Sie Realtime-Kurse brauchen, weil das Handeln ja sonst so ungefähr viel zu riskant ist, ungefähr. Das ist aber nur ein Hinweis, das müsst ihr nicht machen. Ihr gebt einfach die Orders ein zu dem Preis, die da drin steht, und der Broker muss die dann ausführen, ob ihr da Kurse habt oder nicht. Das ist ja nur für euch, dass er, sag ich mal, euch an irgendetwas festmachen könnt. Aber das ist nicht notwendig. Also kann ich jetzt den ganzen Weltmarkt analysieren. Und jetzt kommen wir ja zu einer Sache, die finde ich halt mega. Das ist noch nicht mit bei, aber das kommt. Wir werden ein Market Model haben von den einzelnen Ländern, die man dann, sage ich mal, ja, miteinander vergleicht. Das heißt, welches Land performt besser? Dann kann man halt einen ETF kaufen oder halt die entsprechenden Aktien daraus. Und da gehen wir hin. Das macht total. Ist total spannend, das macht auch Spaß. Ich kann euch mal einen Hinweis geben. Ich habe das auch bei mir im Tool, der Gina Trader, wie gesagt, den nutze ich auch weiterhin. Ist aber nicht notwendig, um das zu machen. Deswegen haben wir ja den Trade Scanner erfunden für Leute, die, sage ich mal, nicht noch ein Kursdatenabo machen wollen von 50 Euro oder 80 Euro im Monat, sondern im Endeffekt für einen Beitrag von 49 Euro, was der Trade Scanner kostet, letztendlich für die Perlentaucherstrategie im Monat. Da ist aber auch eine Ausbildung mit bei. Da ist Live-Schaltung mit bei, Live-Support mit bei, wo man zusammenkommt und was es halt technisch einfach macht. Beim Agina-Trader muss man viel können. Man kann auch viel falsch machen und dann sind mal Listen weg oder so. Das kann man beim Trade-Scanner nicht. Also ihr könnt da nichts kaputt machen. Und der ist halt so und den nutzt man halt relativ smart und relativ schnell. Wenn ich jetzt mal auf ETFs gehe, und zwar Märkte Welt ETF, dann zeige ich euch mal die Türkei. Schaut euch das mal an, den Markt. Die Türkei in den letzten, vom 28. Juli bis jetzt, wo der andere Gesamtmarkt extrem, sage ich mal, gefallen ist, hatten hier noch eine Chance von der Performance her. Mal kurz mal messen hier. Mal ganz unten kriegt man ja den Einstieg nicht. Wahrscheinlich auch Countertrend Long, es sind aber mal, hat in Türkei 54% gemacht. Dann würde ich in der Türkei wahrscheinlich keine Aktie kaufen. Also weiß ich nicht. Aber das Tool, wir haben diese Kleidung noch nicht drin, aber vielleicht nehmen wir sie noch mit rein. Dann wäre es doch zu sagen, okay, ich kaufe mir so ein ETF. Da muss ich jetzt nicht viel machen, oder? Dann ist es mir auch egal. Aber diese Gegenüberstellung von den einzelnen Ländern mittels ETF macht absolut Sinn und zeigt doch schon mal, wo das Geld innerhalb der Welt hinfließt. Und dann kann ich mich relativ einfach entscheiden und sagen, ja, wo sind denn eigentlich noch die starken Märkte? Schaut euch mal Indonesien an. Was ist denn da los? Also während wir hier die Krise haben, fließt in Asien letztendlich der Markt nach oben. Ja. Mexiko eher seitwärts, hätte man jetzt ohne Stewonnen verloren. Indien sagt auch mal schön Hallo, es geht auch nach oben.
Thailand, ja, auch, ist aber schon wieder ein bisschen in der Korrektur. Aber so kann man im Endeffekt relativ gut diversifizieren und sich anschauen, was ist denn hier los? Amundi? Aha, okay, hier habe ich gar keinen. Der ETF ist wahrscheinlich rausgenommen worden. Der hat ja keinen Kurs mehr, da muss ich mal austauschen. Ja. Oh, das ist übrigens England. Das ist krass, was da eigentlich abgeht. So. Also, wenn ihr euch, wenn ihr das verstehen wollt und einfach nur mal einarbeiten, dann verfolgt einfach meinen Newsletter und dann könnt ihr im Endeffekt ganz einfach anmelden, indem ihr halt auf Leistungen geht, auf Newsletter. Und wie gesagt, da kommt jetzt nicht irgendein Spam, sondern das ist im Endeffekt nur 2, 3 Sätze und dann werdet ihr verlinkt mit dem Blog, weil da schreibe ich das rein, dann spart ihr euch immer, ich muss jetzt unbedingt da draufklicken. Mehr ist es nicht, dass ich im Endeffekt den Blog nur verlinke. Und dann ist es relativ einfach nachzuvollziehen. Vor allen Dingen mag ich den Austausch. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schicken. Ich beantworte auch gerne Fragen. Das ist auch Kontakt, das ist über mich. Da ist der Kontakt drin. So, da könnt ihr mich anschreiben und letztendlich mir Fragen dazu stellen. Das ist auch gar kein Thema. So, was ist heute denn passiert? Schauen wir nochmal drauf auf die Märkte. Ich bin ja im DAX Short. Wo ist denn der DAX? Als Marktklima. DAX Future. Wir können aber den normalen Kassenmarkt nehmen. So. Das war im letzten Webinar. Da war das vor 14 Tagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier, glaube ich. Da wusste ich noch nicht, was hier passiert. Da sah das halt so aus. Da haben wir miteinander gesprochen. Da habe ich gesagt, okay. Dann war hier, glaube ich, so ein Gap. Genau, so ein Gap. So. Dann habe ich gesagt, Mensch, wo kann der Kurs denn letztendlich hingehen? Ja, das Gap ist ein Widerstand. Was würde ich machen? Hier ist das Volumen leider nicht so stark erhöht, nur etwas. Bla, bla, bla. So. Aber das Gap wurde halt hier oben geschlossen. Ja, das muss auch nicht immer sein. Das sind einfach nur Widerstand und Unterstützungsbereiche, was so ein Gap hat. Und geht der Markt letztendlich darunter, dann hat das sehr schwer, darüber wieder hinwegzugehen. Ja. Und der 20er auch dazu und so weiter. Und deswegen war die Situation, dass der Markt fällt, jetzt kam jetzt nicht ohne, ja, unvorbereitet, würde ich mal sagen. Ja. Genau wie hier die Situation, habe ich auch im Newsletter geschrieben. Ich warte auf eine Short-Situation. Das fing hier schon an. Ich glaube, an dem Tag hier, an dem Tag, da war natürlich noch keine Short-Situation. Dann kam sie und dann wurde an einem Tag letztendlich alles abverkauft. Das ist Börse, das ist halt so. Dann kriegt man manchmal seine Trades nicht mehr, weil die Aktien, wenn der Index so aussieht, natürlich noch viel krasser gefallen sind. Ja, das ist nun mal so. Da muss man halt eben warten oder man sagt, ja, ich nehme den trotzdem mit. Das könnte die Umkehr sein. Aber was macht man? Dann nehme ich eine kleinere Positionsgröße. Ja, das ist dann nicht schädlich. Wenn es nicht so aussieht, wie man es gerne hätte, und man etwas unsicher ist, entweder lässt man ganz die Finger davon oder man sagt, okay, ich nehme jetzt, die Gesamtlage ist so, der Markt hat hier, im Endeffekt kommt er aus einer dynamischen Bewegung nach unten, geht nach oben und oft kommt dann wieder eine dynamische Bewegung nach unten. Ja. Und das, seitdem bin ich halt hier short, seit dem Tag im DAX. War jetzt nicht so verkehrt. Heute habe ich schon mal geguckt, ob ich einen Teilverkauf mache. Aber ich habe hier die Reißleine liegt hier oben. Und warum? Ja, weil letztendlich wir ein erhöhtes Volumen, ein sehr hohes Volumen hier haben bei 12.700. Also da wird er wahrscheinlich abprallen. Der 20er kommt noch nach unten. Dann haben wir hier so einen Wochenwiderstand, der hier liegt auf dem Bereich, diese grüne. Der Markt wird sich wahrscheinlich rein eine Short-Eindeckung heute angeguckt haben, würde ich sagen. Wie weit kann es noch gehen? Ich scroll mal zusammen, wird spannend. Wo hat der Markt darauf reagiert? Ein bisschen auf diese Wochenunterstützung hier bei 11.850. Kam jetzt auch nicht überraschend. Ne? Also wenn ich jetzt kurzfristig short bin, dann hätte ich hier einen Teil meiner Gewinne verkauft, weil man ja nie weiß, wie weit es geht. Das ist anderes mal Prinzip Hoffnung, aber das ist halt nicht so. Man muss halt immer schauen, wo kann es hingehen und wie handle ich dann, was mache ich? Also nur zuschauen bringt auch nichts. Also wenn ich jetzt
der Markt ist ja ansteigend, geht da drüber, dann könnt ihr auch zuschauen, aber was, wenn er weitergeht, dann sind meine Short-Gewinne wieder weg. Also ich muss ja handeln. Und das wird nicht immer der optimale Punkt sein und nicht der optimale Tief sein. Das ist einfach so. Und man wird vielleicht mal einen Cent ausgestoppt oder 2 Cent, aber es macht überhaupt keinen Sinn, etwas statistisch auszuwerten, wie viel Cent ich nun bei einer Aktie den Stop hinlegen müsste. Das ist immer verschieden. Also das ist völliger Blödsinn. Und das, mal geht's gut und mal geht's schlecht. Wichtig ist das professionelle Risikomoney-Management, Positionsmanagement und einen strukturierten, wiederholbaren, reproduzierbaren Handel. Ja, das macht es relativ langweilig eigentlich, aber okay. Und dann kann ich auch auf so eine Märkte letztendlich reagieren. Ja. Muss auch mir nicht immer eine Short-Aktie aussuchen, wie gesagt. Ich kann auch einfach sagen, ich nehme jetzt einen zweifach gehebelten ETF-Short zum Beispiel. Auf DAX geht auch. Ja. Macht dann auch Spaß, wenn man es möchte, ist aber nicht ganz so aggressiv vielleicht wie eine Aktie. Manch einer kann ja vielleicht in seinem Depot gar nicht short handeln. Das ist bei FX Flat jetzt gar kein Problem. Das kann man innerhalb der TWS natürlich auch tun. Okay, ihr Lieben, wir sind schon fast durch. Am Samstag weiß ich noch nicht, ob ich meinen Newsletter schreiben kann, weil ich bin ja in Frankfurt. Da sitze ich irgendwie im Zug. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert, ob ich das auf dem Laptop auch hinkriege, weil ich mache es hier zu Hause wesentlich schneller. Vielleicht kommt er am Sonntag. Dann, aber ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht da ist. Und ansonsten könnt ihr natürlich, wenn ihr die Sache mit dem Trade Scanner euch anschauen wollt, wo bin ich hier überhaupt? Das ist meine Homepage, okay. Dann könnt ihr hier drüber nochmal nachlesen, was der eigentlich kann. Ich muss die Seite schon wieder updaten, weil wir schon viel weiter sind. Wir entwickeln ja immer weiter und aber die Grundzüge, die hier drin stehen, die stimmen und verschaffen den einen oder anderen nochmal einen kleinen Überblick. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, logischerweise 14 Tage kostenlos testen, monatlich kündbar. Und ihr müsst innerhalb der 14 Tage kündigen, sonst wird es ein Monatsding, aber ihr könnt immer letztendlich zum Monatsende kündigen. Das ist also kein Jahresabo oder sonst was. Ja. Wird noch ein oder zwei Webinare geben, wo es nur um diese Trade Scanner geht. Wir machen auch Supports letztendlich, wo ich darauf bedacht bin. Die Fragen der Bedienung, was ja auch immer wichtig ist, viel kann man eigentlich nicht falsch machen, zu klären. Und was auch gut ist, das finde ich auch sehr schön, wir versprechen ja Ausbildung, darum geht es auch. Also die Trading-Strategie wird auch gelernt, die Perlentor-Strategie. Dann haben wir hier oder in dem Dashboard, das seht ihr dann auch, einen Button Ausbildung. Und wenn ihr da drauf geht, werdet ihr weitergeleitet. Und hier sind die 10 kurzen Videos. Es handelt sich da nicht um eine Stunde. Das Maximale ist, glaube ich, 5 Minuten pro Video, wo die Elemente, ich spreche hier von Gaps, von Outperformance und Underperformance, von Strategie, von Volatilität, von Volumen, da haben wir die Gaps, Tageskerzen, Widerstand, gleitende Durchschnitte und Bollinger Band. All das ist ist wichtig, das zu wissen, weil es einfach die Grundelemente sind, die in dieser Strategie sind. Das ist aber auch kein Hexenwerk. Nur das lernen wir und das sieht man auch nur im Chart. Da werden keine Experimente gemacht, sondern in unserem Chart, an der Anzeige sind nur die Werte drin, nur die Indikatoren drin, die wir benutzen und nicht mehr. Ja. Kann ich euch auch noch zeigen, einmal kurz. Klickt mal hier drauf, ich nehme jetzt einfach einen Wert. Gibt nicht so viele Long-Werte. Dann kommt schon. Schweiz. Naja, Schweiz wollen wir nicht. Nehmen wir mal USA. So. Chevron, ja, schauen wir uns das mal an. Egal, was jetzt hier, was war ein Short Trade, war auch nicht so schlecht, ist auch gut angelaufen. Wir haben hier im Bereich noch was bei, was auch sehr interessant ist, auch für Optionshändler oder auch nicht. Wir haben das Open Interest. Das sind letztendlich die Optionen, die dort drin liegen. Wenn man hier draufklickt, dann werden die angezeigt. Und das Schöne dabei ist, dass man diese Ausbuchtung und diese höchste Anzahl letztendlich sehen kann und die auch als Widerstand und Unterstützungsbereiche zusätzlich
einen Anhaltspunkt geben, wohin der Kurs, in welcher Range sich der bewegen kann. Und je höher hier die Calls, das sind die Calls, desto höher der Widerstand, dass die Aktie im Endeffekt nicht drüber geht. Und die Puts werden dann hier unten angezeigt. Da ist das nicht so stark. Also der Markt könnte hier relativ gut noch durchrauschen. Man sieht hier die Calls auch im Bereich des Stops-Bereich etwas erhöht, was auch dazu führen kann, dass der Markt hier einen guten Widerstand hat, um in die Short-Richtung zu gehen. Das haben wir auch mit bei. Wir haben noch mit bei, Earnings ist auch klar, das habe ich schon erklärt. Wo ist es denn? Die Experience, man sieht die Schwankungsbreite der Aktie, ja, diese implizite Volatilität, wie die läuft und letztendlich auch die einzelnen Wochen der Optionen und wo die letztendlich liegen von der Schwankungsbreite her. Also ich finde das sensationell, obwohl ich selber nicht Optionen handle, noch nicht. Ein gutes kumulatives System, was ich im Endeffekt im Chart habe und da kann ich jetzt nicht viel falsch machen. So, wenn ihr noch Fragen habt, dann jetzt raus damit. Ansonsten haben wir fast eine Punktlandung und wir sehen uns dann, glaube ich, wieder in ja, 2 Wochen. Und dann schauen wir mal, was die Penumbra-Aktie gemacht hat. Und wenn ihr Lust habt, schaut auf den Newsletter. Dann schauen wir mal, was ich für eine Aktie finde oder welche Branche für mich dann interessant ist. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch einen schönen Abend. Passt auf euer Geld auf und ja, bleibt mir gewogen, kann man sagen. Tschüss. Ich danke dir, Carsten. ja, ich habe nicht viel hinzuzufügen, außer vielleicht nochmal für die Leute, die am Anfang nicht da waren. Kommen Sie gerne am Freitag oder am Samstag zur World of Trading in Frankfurt. Wir haben dann schön großen Stand direkt neben der Bühne zusammen mit Right Capital. Und Carsten wird am Freitag auch mal vorbeischauen. Von daher, vielleicht sieht man sich ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, dir auch, Carsten. Bleiben Sie alle gesund, passen Sie auf die Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.